So, wir betrachten nun regelbasierte konjunktive Anfragen und dafür betrachten wir folgendes Datenbankschema. Also wir haben drei Relationen in unserer Datenbank: Movies, Location und Periscope. Die Schemata sehen sich hier gegeben. Im Wesentlichen stehen hier drin, welche Filme welche Regisseure haben, welche Filmschauspieler mitspielen und wo sich die Theater befinden. Und Periscope, was ein bisschen speziell ist, das ist wohl eine Zeitschrift in Paris, wo eben für die Theater die Spielpläne publiziert werden. Das Beispiel oder diese Beispieldatenbank und auch die Beispiele in den nächsten Folien, das ist aus dem Buch Foundations of Databases, das, wie der Name schon sagt, die Grundlagen von Datenbanken im Sinne von Anfragen insbesondere modelliert. Und wir, wenn Sie da reinschauen, werden Sie sehen, das ist ein sehr theoretisches Buch, so nicht notwendig, sich das runterzuladen oder anzuschauen. Wenn Sie Interesse daran haben, das PDF ist auf jeden Fall verfügbar unter der angegebenen URL. Aber ich denke, dass die Folien plus Erklärungen und die Beispiele ausreichend sein sollten, um diese Inhalte zu verstehen. Im ersten Blick mag das ein bisschen verwirrend sein, aber eigentlich ist es auch sehr einfach. Ich versuche das mal anschaulich zu erklären. Also wir haben zuvor schon gesehen, dass wir Also dem Video zuvor schon gesehen, dass wir, wenn wir Relationen haben, R, und wir haben Attribute, zum Beispiel A, B, C, dann können wir hergehen und diese Attribute irgendwie belegen mit zum Beispiel Konstanten. Das würde jetzt bedeuten, dass wir das Attribut an der zweiten Position, also in dem Fall B, muss 5 sein. Das war ja auch in dem Beispiel, das ich aufgemalt hatte im vergangenen Video so. Wir können auch irgendwelche Variablen einführen, x, y und z. Und wenn wir weitere Relationen hinzunehmen, können wir sagen, naja, dass das x wiederverwendet wird hier und dass hier zum Beispiel eine 5 stehen muss. Und das würde bedeuten, dass wir hier die beiden Tabellen verbinden. Und zwar mit dem Kriterium, dass das zweite Attribut von R gleich dem ersten Attribut von S sein muss. Das ist also eine Art, wie man hier diese beiden Tabellen verknüpft. Wenn wir noch eine dritte Tabelle hinzunehmen, zum Beispiel T, können wir hier zum Beispiel das Z wiederverwenden und auch noch das Y wiederverwenden und irgendeine Konstante hinschreiben, zum Beispiel den Charakter A. Und auch das wäre von der Semantik eben so, dass man hier die Verknüpfung zwischen drei Tabellen darstellt und mit dem Kriterium, dass das Z gleich diesem Z sein muss, das Y hier muss diesem Y entsprechen, also die Werte in den Relationen und das X, wie gesagt, müsste auch identisch sein. So, und die heißen konjunktive Anfragen, weil hier diese Bedingung mit einem und verknüpft ist. Das heißt, dass wir haben Tupel aus R, S und T und die beiden müssen irgendwie übereinstimmen und auch die beiden müssen übereinstimmen. Das heißt, es ist hier eine einfache Konjunktion zwischen den Kriterien. Wir werden später sehen, wie wir hier auch noch eine Disjunktion haben können in den Kalkülen, in ein paar Folien. So, ja, wir haben also die Datenbank, Movie Location und diese Zeitschrift Periscope. Und wir möchten jetzt Anfragen ausdrücken und berechnen. Und auf den nächsten Folien sehen Sie noch kurz Beispielausprägungen für diese Relationen. Hier sehen Sie, hier sind eine Menge Hitchcock- oder Bergmann-Filme mit den verschiedenen Filmschauspielern und Titeln dargestellt in Movies. Hier Location, Theater, Adressen und Telefonnummern der Theater. Und hier eben diese Zeitschrift Periscope mit Theater, welche Filme dort gespielt werden und zu welcher Uhrzeit diese Filme gezeigt werden. Wir können Anfragen formulieren, zum Beispiel, wir möchten gerne wissen, wie lautet der Regisseur von Schreie und Flüstern, also von dem Film, in welchem Theater läuft dieser Film oder was ist die Adresse und Telefonnummer von einem bestimmten Theater. Im Folgenden, auf dieser Folie sehen wir, wie man sowas berechnen kann, oder was die Idee dabei ist, oder die Semantik auch, wie man das berechnet. Und das ist genau auch wieder verwandt zu dem, was ich jetzt schon zweimal aufgezeichnet habe, mit diesem R und S und T, dass man Variablen mehrfach verwendet und auf Gleichheit testet zwischen diesen einzelnen Relationen. Das heißt, wenn ich jetzt hier R und S habe, dann würde ich dann sagen, der erste Eintrag von S mit dem zweiten Eintrag von R muss zum Beispiel übereinstimmen. Das mache ich eben, indem ich eben diese x-Variable mehrfach verwende. So, wir möchten jetzt hier in diesem Beispiel
Namen und Adressen der Theater ausgeben, die Bergmann-Filme oder einen Bergmann-Film spielen. Wir haben zur Erinnerung nochmal die beiden oder die drei Relationen, Movies, Location und Periscope. Wir gehen bei der Berechnung, um das zu veranschaulichen, so vor, dass wir uns erst einmal drei Tupel herausgreifen. Wir nennen die Tupel R1, R2 und R3. Das Tupel R1, das rote Tupel hier, ist aus der Relation Movies. R2 ist aus Periscope. Und R3 ist aus Location. So, wir möchten also die Verknüpfung so herstellen, dass wir über die gleichen Filme reden und dann auch den Namen des Theaters und die Adresse des Theaters ausgeben. Und zwar nur für die Bergmann-Filme. Das heißt, wir gehen erstmal her und greifen uns das Tupel raus, wo die Informationen über den Regisseur drinstehen. Hier ist ja der Regisseur gegeben, der Director. Das heißt, wir nehmen das R1-Tupel und checken dort, ob der Regisseur in R1 Bergmann heißt. Ja. Das ist klar, weil wir die Bergmann-Filme haben möchten. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt machen wir eine Verbindung zwischen zwei Tabellen. Wir müssen ja über den gleichen Film reden, damit man hier eine Verknüpfung zwischen der Relation und der Relation herauskriegen kann. Macht ja keinen Sinn, hier oben über einen Film zu reden und hier unten über den anderen Film, wenn wir wissen wollen, wann denn der Film hier, der Bergmann als Rektor hat, gespielt wird. Das heißt, wir müssen hier Verknüpfung zwischen diesen Relationen definieren. Wir hatten das zuvor in dem Beispiel, das ich aufgemalt hatte, so gelöst, also mit R, S und T, dass wir die Variable x wieder verwendet haben an zwei Positionen, also jeweils hier zum Beispiel und dort. In diesem Falle machen wir das aber anders. Wir sagen einfach nur, dass der Titel in den beiden Tupeln identisch sein soll. Das ist nichts anderes, als wenn man hier zum Beispiel diese Variable x einführen würde, die hier natürlich gleich hier sein soll. Also die beiden müssen identisch sein. Ja, somit haben wir also das Tupel R1 und das Tupel R2 schon zusammengebracht. Und jetzt möchten wir ja die Adresse haben von dem Theater. Die steht ja hier drin. Wie können wir die Adresse rauskriegen? Wir sind ja jetzt von dem Titel hier, von dem Bergmann-Film hier hingesprungen, haben dann Zugriff also auf das Theater. Wir müssen jetzt noch das Theater mit diesem Theater matchen, damit wir hier die richtige Adresse finden. Das heißt, das Theater in Tupel R2 und R3 muss identisch sein. Und wenn diese Bedingungen alle erfüllt sind, also Bedingung 1, 2 und 3, dann möchten wir den Namen des Theaters und die Adresse haben. Und zwar nehmen wir diese hier aus der. Die Adresse steht ja nur in dem Tupel R3 drin und das Theater steht ebenfalls drin. Das heißt, wir würden uns hier von dem Tupel R3 dann Theater und Adresse ausgeben. Das ist also eine Art Berechnungsvorschrift, wie man hier die Ergebnisse berechnen kann. Natürlich würde man das idealerweise nicht brute force machen, dass man hier alle Dreiermengen von Tupeln aus den einzelnen Relationen betrachtet, also aus Movies, Periscope und Location, würde dann den Check machen, sondern würde das versuchen, effizienter zu berechnen. Aber für uns erstmal wichtig zu verstehen, was hier passiert, nämlich dass wir hier die einzelnen Tupel aus den Relationen durch Überprüfung von gemeinsamen identischen Attributen eben hier verknüpfen, dass am Ende das rauskommt, was wir haben möchten. Nämlich Bergmann-Filme. Dann finden wir den Titel. Dann können wir das hier mit matchen. Dann kennen wir dann das Theater. Dann können wir hier hingehen, indem wir die beiden hier verbinden. Und am Ende haben wir die Adresse und das Theater als Ergebnis. Das heißt, wir haben hier drei Relationen, die eben hier verknüpft werden.
Das Gleiche ausgedrückt in einer anderen Form, indem die schon kennengelernt haben, die Möglichkeit, Variablen einzuführen, x, y, z oder in dem Fall hier x mit Subscript die Abkürzung, also zum Titel des Films und Filmschauspieler, also Actor, kann man recht gut lesen. Und anders ausgedrückt zu der Formulierung von zuvor, möchte ich hier aus diesen einzelnen Relationen Movies, Periscope und Location drei Tupel haben. Die wollten wir ja zuvor auch haben, aber hier schreiben wir die Tupel hin als wirkliche Tupel. Das ist das erste Tupel. Dann haben wir das zweite Tupel und das dritte Tupel. Und wenn wir diese Tupel finden, dann möchte ich ein neues Tupel als Ergebnistupel kreieren, und zwar das, wo das Theater und die Adresse drin steht. So, natürlich habe ich drei Tupel nicht einfach so, sondern drei Tupel müssen Bedingungen erfüllen, wie auf der Folie zuvor. Auf der Folie zuvor wurde das in Sprache ausgedrückt, indem man sagt, der Titel und der Tupel R1 und R2 müssen gleich sein. Das Theater zwischen Tupel R2 und R3 muss gleich sein und der Regisseur von R1 muss Bergmann sein. Das macht man hier formaler ausgedrückt, indem man Variablen einführt und diese Variablen wiederverwendet an verschiedenen Positionen der einzelnen Relationen. Das heißt, wir haben hier eine Variable, die für den Titel steht. Wir möchten hier die Verbindung hinbekommen zwischen der Movie-Tabelle und dem Periscope. Das heißt, wir können von diesem Titel hergehen und diese Variable nochmal benutzen. Das heißt, wir schränken diese Tupel aus Periscope ein, dass die an der zweiten Position den Titel haben müssen, die das Tupel aus Movies an der ersten Position hat. Das heißt, wir machen den Verbund, den Join zwischen diesem ersten bezüglich dem zweiten Attribut. Wir sehen auch, dass wir hier ganz einfach hinschreiben konnten, dass das zweite Attribut aus der Movie-Relation Bergmann sein soll. Ja, das heißt, das Gleiche, was auf der Folie zuvor ausgedrückt wurde, dass eben der Regisseur von dem Film aus der Relation Movies Bergmann sein soll. Und dementsprechend nehmen wir hier auch das Theater, die Variable für Theater, und verwenden die hier wieder, sodass wir, wenn wir diese Verbindung hergestellt haben, zur Adresse kommen, die wir ja auch haben möchten. Das ist dann die formale Beschreibung von der Anfrage von zuvor. Wir schreiben das in folgender Notation mit Relationenname und dann in Klammern die einzelnen Belegungen durch Konstanten oder Variablen der einzelnen Attribute, das ist Movies, Periscope und Location. Und Sie sehen hier genau wie oben, dass natürlich Bergmann erstmal festgeschrieben wird als Konstante, weil wir möchten ja nur Bergmann-Filme haben. Dann sehen Sie hier den Titel XTI. XTI tritt auch hier wieder auf, ist genau wie oben im Prinzip. Nur eben hier nochmal die einzelnen Relationen noch mit aufschreibt und nicht hier so in Textform wie hier. Am Ende haben wir dann im Ergebnis, wir nennen das Antwort oder Answer im Englischen, hier auf der linken Seite angegeben, welche Attribute oder welche Parameter, die wir eingeführt haben, auf der rechten Seite wir im Ergebnis haben möchten. Und in diesem Falle ist diese Antwort ebenfalls eine Relation mit Theater und Adresse als Attribut. Ja. Das werden wir noch öfter sehen, insbesondere auch in SQL und ja auch in der relationalen Algebra, dass wenn man irgendwelche Relationen hat und dann irgendeine Anfrage auf diesen Relationen ausführt, ganz egal wie, dann ist die Antwort meist auch oder in der Regel auch eine Relation oder eine Tabelle. Man kann also das Ergebnis nehmen und da wieder eine Anfrage drauf stellen und wieder eine Anfrage drauf stellen. Die Anfragen können verschachtelt recht groß werden, weil jedes Ergebnis einer Anfrage auch wieder eine Relation selbst ist. Okay. Die linke Seite von diesen Ausdrücken wird Kopf genannt und die rechte Seite Rumpf. Das heißt, wir haben hier den Kopf und den Rumpf auf der anderen Seite. Hier sehen Sie, wenn Sie sich das anschauen, dass wir natürlich nicht alle Variablen wirklich gebraucht haben. Dass wir haben ja einfach nur Theater gebraucht, Adresse gebraucht.
Wir haben hier innen drin auch den Titel gebraucht, um diese Verbindung herzubekommen. Natürlich, das habe ich gerade schon gesagt, das TH wurde auch gebraucht, natürlich auch für die Verbindung. Aber wir haben die Filmschauspieler nicht gebraucht und wir haben auch nicht was war das? XP. Mal gucken. Ah, das Telefonnummer, genau, das war die Telefonnummer. Die haben wir auch nicht gebraucht. Das heißt, wir können hergehen und diese, die wir nicht gebraucht haben, einfach weglassen. Oder durch so einen Unterstrich als nicht notwendig zu markieren. Ja, weil die ja nicht hier relevant waren. Für ein Datenbankschema mit einer Menge von Relationen, R1 bis RN, haben wir regelbasierte konjunktive Anfragen. Und diese haben die Form, dass wir hier Relationen auflisten mit den jeweiligen Belegungen der Attribute, die hier als UI oder U dargestellt sind. Das hatten wir jetzt vorher im Beispiel schon gesehen, bloß dass hier abstrakte Namen für die Relationen, für diese abstrakte Definition oder für die Definition gebraucht werden und nicht mehr UView und Location. Hier diese Us sind nicht einfach nur Parameter für einzelne Attribute, sondern hier reden wir von Tupeln, weil natürlich jede Relation R, I besteht aus mehreren Attributen. Das heißt, hier drin, das ist kein einzelnes Attribut, sondern eine Auflistung, also ein Tupel von verschiedenen Attributen. Das heißt, es ist einfach nur eine Kurzform, RV zu schreiben, wenn V so ein Tupel ist. Wir könnten natürlich auch das Ganze länglicher hinschreiben als R von x1 bis xm, wenn R m-stellig ist. Das muss also passen. Wenn ich eine Relation habe mit fünf Attributen, muss ich hier auch die fünf Attribute in diesem Tupel angeben. Ja. Wir haben auch die Bedingung, dass wenn wir in diese Ergebnismenge schauen, U, also in die Tupel-Attribute, die wir uns zusammen glauben aus diesen verschiedenen Relationen, dann müssen natürlich diese Attribute in U auch auf der rechten Seite irgendwo mal vorkommen. Ja. Das heißt, U, jede Variable muss mindestens einmal hier hinten drin vorkommen. Also im Wesentlichen einfach nur eine wirklich formale, einfache Definition für das, was wir in den Beispielen schon gesehen haben. Wenn wir jetzt eine wirkliche Instanz einer Datenbank hernehmen, also nicht mehr das Schema, sondern wirklich eine Ausprägung, dann bedeutet das, dass wir versuchen müssen, auf der rechten Seite eine Belegung hinzubekommen von diesen Attributen der einzelnen Tupel, sodass die rechte Seite gültig ist. Das heißt, wir müssen einen Film finden von Bergmann. Der Film muss in einem Theater gespielt werden und dieses Theater muss auch in der Tabelle Periscope auftauchen, sodass wir am Ende in der Location-Tabelle diese Adresse auch rausfinden können. Das heißt, wir müssen die Tupel so organisieren, dass wir am Ende auf der rechten Seite eine gültige Aussage, eine gültige Belegung haben. Wenn wir eine Anfrage betrachten, wieder mit R1 bis RN und den Belegungen, und auch hier wieder die Ergebnisbelegungen, und wir haben eine Instanz der Datenbank, das heißt eine Ausprägung, dann beschreibt man das Abbild von dieser Instanz unter der Anfrage Q, unter einer Anfrage Q, folgendermaßen. Das ist die Menge von allen Belegungen der Variablen, die hier in dem U auftreten, sodass Folgendes gilt. Dieses V muss für die einzelnen Bestandteile hier Werte haben, die in den einzelnen Relationen tatsächlich auftreten. Das ist eine recht komplexe oder auf den ersten Blick komplex aussehende Definition, aber das sagt nur, dass ich hier auf der linken Seite Ergebnisse haben darf,
Also dieses U besteht ja aus verschiedenen Attributen. Und diese Attribute, die im U drinstecken, müssen so aus diesen Belegungen der Relation hervorgehen, also aus diesen U1 bis UN, sodass diese U1 bis UN tatsächlich in der Relation auch wirklich auftreten. Dass wir dürfen uns keine Tupel in die Belegung hineinwünschen, die nicht in der Datenbank drin vorkommen. Also eigentlich ist es eine triviale Definition, aber eben mathematisch ja, auf den ersten Blick nicht ganz einfach zu lesen. Also wir brauchen also auf der rechten Seite eine gültige Belegung und dann können wir auf der linken Seite die einzelnen Bestandteile der Belegung uns als Ergebnistupel zusammenbasteln. Ein Beispiel. Ich habe also diesen Bergmann als Regisseur vorgegeben und das ist ja unsere Anfrage. Das heißt, wir haben Bergmann vorgegeben, wir haben hier diese X-Titel, die kommt hier nochmal drin vor, dann haben wir das Theater, das hier nochmal drin vorkommt, und am Ende möchten wir das Theater haben und die Adresse. So, was heißt jetzt nochmal konkret eine gültige Belegung? Gültige Belegung heißt, dass wir diese einzelnen Relationen betrachten und schauen, ob diese Tupel tatsächlich in der Datenbank drin sind für die Belegung, die wir hier angegeben haben. Dass wir haben den Titel Schreie und Flüstern als Beispiel, dann den Filmbeispiel der Almen, dann diese Oper, diese Uhrzeit, diese Adresse und diese Telefonnummer. Unabhängig davon, dass die Telefonnummer und die Uhrzeit gar nicht so wichtig war für die Anfrage. Das sind die Variablenbelegungen für die einzelnen Variablen XTI, XAC und so weiter. Damit das eine gültige Belegung ist, muss Folgendes gelten. Die Variablen XTI mit Bergmann und AC zusammen, XAC, muss in der Movie-Tabelle drinstecken. Dementsprechend muss XTH, XTI, also Schrei und Flüstern, und XS, also halb neun, dieses Tupel muss in Periscope drinstecken, in der Datenbanktabelle. XTH, also die gleiche Oper, die Adresse und XP, also diese Telefonnummer. Diese drei, die müssen tatsächlich, dieses Tupel aus diesen drei Werten muss in der Location-Tabelle auftreten. Ja, das heißt, wir dürfen uns hier nicht bei dem Überlegen von diesen, bei der Belegung von diesen Variablen dürfen wir nichts ausdenken, was am Ende nicht, wenn wir es zusammensetzen, also ein Tupel oder dieses Tupel und dieses Tupel, wir dürfen uns nichts ausdenken, was am Ende nicht in den Tabellen tatsächlich vorkommt. Ich denke, das macht auch eine Menge Sinn, dass man hier genau den in der Belegung darauf achtet, dass das tatsächlich in der Datenbank passiert. Man darf keine ja, illegalen oder falschen Verknüpfungen zwischen Tupeln machen, indem hier Variablen benutzt werden, die am Ende, wenn man sie als Tupel betrachtet, nicht in den einzelnen Relationen vorkommen. Weitere Beispiele. Wir haben Professoren, die Tabelle Professoren oder die Relation Professoren mit den Variablenbelegungen. Personalnummer, Name, Raum und der Rang. Wir wollen hier alle C4-Professoren haben, und zwar nur den Namen und die Personalnummer. Das heißt, wir in der Antwort, die wir zusammenbasteln, greifen wir uns den Namen und die Personalnummer raus. Im zweiten Beispiel die Vorlesung, die Sokrates anbietet. Da müssen wir erstmal schauen, wie lautet die Personalnummer von Sokrates. Die interessiert uns zwar nicht, aber wir brauchen die Personalnummer von Sokrates, damit wir in der Vorlesungstabelle nachschauen können, welche Vorlesungen der anbietet. Um das tun zu können, müssen wir erstmal schauen, welche Vorlesung bietet der an, bekommen dann die Vorlesungsnummer und können dann in der Vorlesungstabelle anhand der Vorlesungsnummer rauskriegen, wie denn der Titel der Vorlesung ist. Das heißt, wir möchten eigentlich nur den Titel haben. Wir starten von Sokrates
und gehen dann erst, also intuitiv gesprochen, gehen dann erst zu der Lesenrelation, von da aus zur Vorlesungsrelation. Das heißt, wir machen einen Verbund zwischen Professoren, Lesen und Vorlesung. Wenn man das später mit anhand des Joiner-Operators hinschreiben würde, wird man die Professorentabelle verknüpfen mit Lesen und das Ganze wieder verknüpfen mit einem Verbund mit Vorlesungen. Und das Kriterium, wie wir das verknüpfen, ist eben genau das, dass man hier die Professoren, Personalnummer soll gleich Personalnummer sein in Lesen und am Ende von dem Tupel, was dann hier rauskommt, das wird noch verknüpft anhand der Vorlesungsnummer mit der Vorlesungsnummer, die in Vorlesungen drin steht. Es geht immer nur um Variablenbelegungen, die hier identisch sein müssen, Konstanten, die uns erlauben, gewisse Tupel auszusuchen und natürlich noch die Möglichkeit, hier auf der linken Seite das Ergebnistupel aus den Attributen auf der rechten Seite eben noch zusammenzustellen. Wie schon gesagt, berechnen wir durch die Anfrageformulierung nicht nur die Ergebnisse, sondern wir definieren dabei auch eine neue Relation. Denn was wir zuvor gesehen haben, wenn wir so eine Relation haben, Professoren, dann suchen wir uns die C4-Professoren raus durch diese Anfrage. Das ist ja nichts anderes, als wenn wir dieses Ergebnis abspeichern würden oder benennen würden als die Relation C4-Professoren, weil alle Professoren drinstecken, die den Rang C4 haben. Wir sehen hier auch, wir haben ein Attribut weniger, brauchen nicht den Rang abzuspeichern, weil der Rang ja bei allen Professoren in dieser Relation C4 ist. Man unterscheidet zwischen den Relationen, die tatsächlich ursprünglich in der Datenbank drin waren. Die nennt man extensionale Relationen. Die unterscheidet man zwischen den Relationen, die durch diese Regeln definiert werden. Diese Relationen nennt man auch intentionale Relationen. So, wie kann man das jetzt wirklich berechnen? Also wir hatten ja zuvor gesehen, was hier passiert, die Semantik, also was man für Ergebnisse bekommt, aber nicht, wie man es wirklich berechnet. Und eine Berechnung, wie so oft, kann man recht gut angeben oder schnell angeben durch einen naiven Brute-Force-Ansatz. Denn was der Brute-Force-Ansatz macht, ist, der betrachtet einfach nur alle möglichen Kombinationen von allen Tupeln, von allen beteiligten Relationen. Das heißt, er würde das kartesische Produkt bilden. Dieses ergibt ja immer eine Menge von Tupeln, also drei Tupel in dem Beispiel von den Periscope und den Bergmann-Filmen und so vor. Und schaut dann für diese Tupel und den entsprechenden Belegungen der Variablen, ob das eine gültige Belegung ist. Falls ja, ist das Ergebnistupel im Ergebnis, also das Tupel, was rauskommt im Ergebnis, ansonsten nicht. Natürlich, wenn ich sage, wir berechnen das kartesische Produkt, also alle Kombinationsmöglichkeiten, das ist natürlich super teuer. Das heißt, wenn ich 1 Million oder 10.000 Tupel habe in der einen, 10.000 in der anderen und 10.000 in der dritten, habe ich 10.000 hoch 3 Möglichkeiten, hier Kombinationen zu bilden. Das möchte man natürlich nicht evaluieren, um zu schauen, ob das eine gültige Belegung ist. Das ist zu teuer. Ja. Wir sehen aber auch schon, wenn man nachdenkt, dass man gar nicht das kartesische Produkt bilden würde. Das ist ein bisschen zu naiv. Wir sehen nämlich, dass wir eigentlich nur die Filme betrachten müssen für die Movie-Relation in dem Beispiel, in denen Bergmann der Regisseur ist. Das heißt, wenn wir eine Möglichkeit haben, effizient diese Tupel rauszukriegen aus Movies, wo Bergmann der Regisseur ist, dann haben wir für diese Movie-Relation schon weit weniger Tupel drin, die wir mit den anderen Tupeln aus den anderen Relationen verbinden und dann testen müssen. Das wäre eine Art Indexierung. Wir werden dazu später kommen im Abschnitt über Indexstrukturen und Anfrageverarbeitung, wie man effizient mit solchen Indexen solche Anfragen berechnen kann. Konjunktive Anfragen haben die Eigenschaft, monoton zu sein. Folgendermaßen definiert. Auch recht anschaulich, warum das gilt, aber lassen Sie uns erstmal auf die Definition schauen. Eine Anfrage Q über eine Relation oder eine Datenbank mit Relationen ist monoton, wenn für alle Ausprägungen, also die Instanzen,
I, dann haben wir so eine zweite Ausprägung, J gilt. Falls I eine Teilmenge von J ist, das heißt, dass J größer ist als I, dann ist das Ergebnis auf der Instanz I eine Teilmenge oder gleich dem Ergebnis auf der Instanz J. Das heißt, wenn neue Tupel hinzukommen zu einer Relation oder zu den Relationen, wenn es mehrere sind, dann dürfen keine Ergebnistupel wegfallen. Sie sehen hier in der Definition, dass J ja größer oder gleich diesem I ist, also eine Obermenge von diesem I ist. Das heißt, J ist die größere Datenbank, also die größere Instanz. Das heißt, es sind irgendwelche Tupel dazugekommen, aber alle Tupel von I sind auch in J. Und dann gilt eben für konjunktive Anfragen, dass die Ergebnismenge auf I in der Ergebnismenge von J drin liegt oder identisch ist. Also wenn neue Tupel hinzukommen, dürfen keine Ergebnistupel wegfallen. Das macht auch eine Menge Sinn, warum das gilt für konjunktive Anfragen. Denn wir suchen ja immer auf der rechten Seite gültige Belegungen. Und gültige Belegungen auf der rechten Seite erreichen wir dadurch, dass wir Tupel, die in den einzelnen Relationen auftreten, geschickt kombinieren anhand dieser Parameterbelegung. Das heißt, wenn wir weitere Tupel haben, haben wir nun mehr Möglichkeiten, die rechte Seite eine gültige Belegung zu machen, also aus der rechten Seite eine gültige Belegung zu machen und nicht weniger. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mehr gültige Belegungen, also auch nicht weniger Ergebnistupel auf der linken Seite. Also in der Anfrage. Ich möchte noch erwähnen, dass wir hier über Relationen sprechen. Das wird gleich auch ein bisschen wichtiger. Das heißt, wir reden hier von Mengen und nicht von Multimengen. Das heißt, wir reden immer hier auch in den Anfrageergebnissen von Mengen ohne Duplikate. So, jetzt können Sie sich überlegen, welche Anfragen damit nicht möglich sind, wenn Sie monotone Anfragen haben, welche Anfragen da nicht möglich sind. Das heißt, welche Anfragen würden Ihnen einfallen, wo es passieren kann, dass, wenn Tupel hinzukommen, Anfrageergebnisse aus der vorherigen Instanz wegfallen. Das sind Dinge wie, ich hätte gerne alle Professoren, die keine zweistündige Vorlesung halten. Denn dann würde in der größeren Instanz J würde noch eine zweistündige Vorlesung eingefügt für den Dozenten, ein Desloch zum Beispiel, und dann würde Herr Desloch aus dieser Anfrage rausfallen, denn wir wollten ja alle Dozenten haben, die keine zweistündigen Vorlesungen halten. Das heißt, in diesem Falle wäre ein Beispiel für eine Anfrage, die nicht monoton ist. Das heißt auch, dass wir diese Anfrage, die ich gerade genannt habe, nicht mit konjunktiv regelbasierten Anfragen ausdrücken können.